Wir haben keine Zeit herumzusitzen, Kumpel. Es gibt hier Wichtiges zu tun. Das stimmt, Morgan. Es gibt immer Wichtiges zu tun. Oh ja. Ich muss die Hausarbeiten fertig machen, bevor ich nach draußen zum Spielen gehen kann. Dieser Kübel ist riesig. Er ist zu groß für mich, um ihn herumzutragen. Ich nehme ihn mit. Das sind die Holzbeine der bekanntesten Familienmitglieder. Großvater, Oma Agathe, Cousin Bernardo und so weiter. Ich weiß nicht, warum wir eine Armbrust an der Wand hängen haben. Du darfst die Armbrust nicht anfassen, Morgan. Warum hängt denn eine an der Wand? Weil dein Vater dachte, sie könnte im Notfall nützlich sein. Es ist ein gefährliches Teil und ich möchte nicht, dass du dich damit verletzt. Davon abgesehen wäre dein Vater böse. Ich brauche etwas, um den Staub aufzusammeln. Ich kann den Staub nicht... Ich frage mich, woher dieser ganze Staub kommt. Wenn ich das wüsste, könnte ich es vermeiden und müsste so nie mehr Staub fegen. Ich möchte lieber rausgehen und mit meinen Freunden spielen. Das ist mein getreues Schwert. Kein Pirat wird ohne Schwert ernst genommen. Mama, was machst du da?
Ich besticke einen Schal für die Kirche. Kirche ist langweilig. Warum müssen wir dorthin gehen? Jemand muss für die Seele deines Vaters beten, Liebling. Welche Hausarbeiten muss ich heute erledigen? Ich wünschte, du würdest aufpassen, Morgan. Ich möchte, dass du die Fenster putzt, den Boden kehrst und den Wasserkrug füllst. Wann kommt Papa zurück? Ich vermisse ihn auch, Morgan. Aber du weißt, dass er sich nie an einen Zeitplan hält. Ich freue mich schon, wenn ich alt genug bin, um mit ihm zur See zu fahren. Morgan, du weißt, dass Frauen nicht zur See fahren. Sie bleiben zu Hause und passen auf das Haus auf. Also, ich finde das total unfair. Wenn ich groß bin, wird alles anders sein. Oh, Morgan, du wirst Dinge anders sehen, wenn du älter bist. Dein Anhänger ist so wunderschön, Mama. Dein Vater hat ihn extra für mich machen lassen, als Zeichen seiner Liebe. Mir hat er noch nie so einen schönen Anhänger geschenkt. Oh, Morgan, dein Vater liebt dich so sehr, aber auf eine andere Weise. Aber wenn du groß bist, wirst du jemanden finden, der dich sehr liebt. Gitt! Niemals! Was für ein schrecklicher Gedanke! Wenn ich groß bin, werde ich der beste Captain der Piraten der Welt. Ich mache meine Hausarbeiten, Mama. Ich hole Wasser von der Pumpe. Sehr gut. Ich muss den Schwengel zuerst reparieren. Es muss irgendwo einen Gelenkbolzen geben. Da ist ein großer Holzhaufen. Ah, da liegt etwas Glänzendes. Ein starker Magnet. Nach dem, was letztens passiert ist, bleibe ich besser weg von Kompassen. Sie werden dieses Schiff bestimmt eines Tages finden. Der Drachen hat sich letzte Woche in den Ästen verheddert. Mama will nicht, dass ich auf den Baum klettere, um ihn herunterzuholen. Ich kann erst weg, wenn meine Hausarbeiten erledigt sind. Ich habe diesen Schädel ganz alleine angemalt. Sieht er nicht erschreckend aus? Das Gras steht ganz schön hoch um die Pumpe herum.
Das Wasser aus der Pumpe hat den Boden matschig gemacht. Wir schütten unseren ganzen Kehricht und Abfall in dieses Fass. Eine meiner Aufgaben ist, den Boden zu kehren. Es gibt überall Staub. Ich muss den Staub wegkehren. Ich habe den ganzen Staub weggekehrt, Mama. Gut, Morgan. Ich bin stolz auf dich. Kannst du bitte die Kehrschaufel ins Fass leeren, wenn du gehst? Klar, Mama. Mama mag es nicht, wenn ich mit den Relikten der Familie spiele. Sie sagt, wir müssen ihre Erinnerung in Ehren halten. Ich muss da nicht hingehen. Morgan, wohin gehst du? Ich gehe zur Pumpe Wasser holen und leere die Kehrschaufel. Sehr gut. Gute Idee.